Hallo, ich bin Georg Grasser, ich bin Heilpraktiker. Ich beschäftige mich schon lange mit Körpertherapie und mein Schwerpunkt liegt natürlich in der Behandlung von Schmerzen, aber auch Burnout, Panik, Angst sind Themen, die ich seit vielen Jahren behandle. Look, hier! Also bei mir war es so, ich war hochmotiviert, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe noch freiberuflich in einer Klinik, Privatklinik noch eine Abteilung aufgebaut und hatte über 100 Stunden die Woche gearbeitet und ja, irgendwann kam dann der Crash und ja, Schlafstörungen, nicht mehr Leistungsfähigkeit, Herzrasen. Oh, ich möchte gar nicht beschreiben, wie bescheiden es mir ging. Und es hat lange gedauert, bis ich da rausgekommen bin. Und als Betroffener hat man auch nicht den Blickwinkel, wie jetzt als Therapeut, als Außenstehender sozusagen. Jetzt habe ich kapiert, was da nicht in Ordnung ist. Und jetzt kann ich es leicht behandeln. Aber damals war es für mich nicht einfach und ich habe vieles probiert. Es war ein langer Prozess, aber zum Glück habe ich es geschafft, wieder fit zu sein, wieder leistungsfähig zu sein. Burnout ist eine Problematik des vegetativen Nervensystems. Die Leute meinen, sie müssen da irgendwie an der Psyche irgendwie ein Problem haben oder es wird ihnen gesagt. Aus meiner Sicht ist das nicht so. Aus meiner Sicht ist es eine Entgleisung des vegetativen Nervensystems und das muss ich wieder in Ordnung bringen. Und dafür gibt es Möglichkeiten. Man kann, wenn man das vegetative Nervensystem verstanden hat, es manuell behandeln. Man kann ihm Impulse geben, damit es wieder gut funktioniert. Ja, also nach der Schule wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Bin dann auch erstmal zur Marine gegangen, war da Sanitäter. Und da habe ich dann das Berufsbild vom Physiotherapeuten kennengelernt und dachte ich mir, das gefällt mir. Und habe dementsprechend eine Ausbildung gemacht und habe mich da auch weiterqualifiziert mit Osteopathie, mit Akupunktur, Chiropraktik und vielen Sachen, bis ich letztendlich zum Fasziendistorsionsmodell gekommen bin. Also ich habe noch bei Stephen Tobaldos, dem Begründer des Fasziendistorsionsmodells, persönlich lernen dürfen und muss sagen, das hat meine Welt verändert, weil plötzlich habe ich gemerkt, oder beziehungsweise Patienten haben mir erzählt, was sie brauchen. Also für mich ist FDM, Fasziendistorsionsmodell, eine Kommunikation mit dem Patienten, aber mit seinem Unbewussten, mit seinen Gefühlen, die genau beschreiben, welche Faszienfehlformen da sind und wie ich sie korrigieren kann. Und das ist eben unbeschreiblich, wie einfach es plötzlich ist, wenn man versteht, was jemand meint. Und das Ganze kann man eben auch transferieren auf andere Probleme und so wie zum Beispiel Burnout. Dazu muss man natürlich das vegetative Nervensystem kennen und dann eben aus dem Gedanken des vegetativen Nervensystems die Untersuchung machen und die Aspekte des Fasziendistorsionsmodells mit einbeziehen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber letztendlich eigentlich einfach, man muss es verstehen. Ja, super.